Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das ist der erste Genesect Raid im neuen Jahr mit dem neuen Genesect, mit dem Flammenmodul. Und was könnte passender sein? Guckt mal in die App, wir haben Schnee, also es schneit im Spiel, es ist Schneewetter, wenn man das so sagen kann. Und Genesect ist geboostet bei Schneewetter. Und guckt euch mal die Arena an, das ist das Genesect und die Arena. So sieht es aus, sieht also genauso aus wie das andere, nur dass es eine andere Attacke hat. Was für ein Beschiss. Heiliger Grundkanzel sehe ich hier leider nicht. Ich stehe direkt an der Arena und guckt euch das an. Da ist einfach nur so eine Hütte, ne? Hier ist eine Bank, da ist ein Tisch, da habe ich jetzt mein Zeug draufgelegt, da ist eine Hütte. Aber Heiliger Grundkanzel, das was es uns anzeigt, ist eigentlich ein Hochsitz, eine erhöhte Hütte hier, ne, guck, mit Treppe, mit grünem Gestell, mit keine Ahnung, das, da unten habe ich glaube ich was gesehen und da hinten habe ich was gesehen und da drüben habe ich was gesehen, keine Ahnung wieso es hier, wo so eine Hütte ist, eingereicht wird, vielleicht hätte man die Hütte als Schutzhütte extra einreichen können, keine Ahnung, was da wieder los war auf jeden Fall. Das ist die Arena und guckt euch mal die Aussicht an. Überall Schnee am Arsch der Welt. Da bin ich jetzt hochgegurkt, ne? Wie immer, kurze Hose am Start. Hier, nee, war hier, guck. Hier bin ich weggerutscht, bin mit meinen Gummilatschen einfach weggerutscht und mit dem Knie hier aufgeprallt. Das tat weh. Deswegen zieht euch festes Schuhwerk an, lauft nicht mit Gummilatschen im Schnee rum. Die sind nämlich rutschig, wie man hier sieht. Und jetzt wollen wir natürlich den Genesect Community Raid machen. Dafür laden wir wieder Leute ein und ich möchte euch kurz nochmal zeigen, wer das ist. Ich poste das ja immer im Community-Tab, wenn ich da auf meinen Kanal gehe, auf Community. Ich habe auch vorhin nochmal hier dieses Bild geteilt, das zeige ich euch jetzt. Da könnt ihr euch das merken. 1916 ist der 100er Wert, weil es aber geboostet ist, merken wir uns 2395. Das ist auf jeden Fall wichtig. Merkt euch 2395. Zu zweit sollte man das locker schaffen. Und am besten sind natürlich Feuerangreifer. Hier habe ich jetzt die Liste, da habe ich 25 Kommentare. Da haben sich also viele Leute eingetragen. Da unten ist ein Nordic Walker. Aber wir sind natürlich wieder auf Neueste zuerst und haben die 10 ersten eingeladen. Wir haben nämlich den Japan Runner, wir haben den Uhuwe, wir haben Louis Marx, Carsten, The Tiger King, Dr. Lupis, Lad Please Fanraid, Kevin, KDV und Ivar Schaf. Jetzt nicht wundern, Eugenio wäre eigentlich der 10. Aber ich habe gestern dem Raid-Boss 2014 versprochen, weil er gestern ja nicht reinkam, weil ein Fremder ihm den Platz weggenommen hat durch den Fan-Raid-Pass, dass ich ihn heute einlade. Deswegen war der erste Platz sowieso schon an Raid-Boss 2014 vergeben. Sorry also für die anderen, Eugenio, Pimmelberger, Treggerado, Jojo, Mann ohne Namen, BenTV, Alia, Anelei, Lost Lift, Holy Sticks, Davida, Zitronenlord, King, Abudi, 12 Skinny 12, hätte auch nicht gezählt. Immer Trainername und Trainercode, ich edde ja nicht mit dem Großen. Dann Skytruber, Pepe, Juljaf. Sorry an die, die es jetzt nicht reingeschafft haben, die jetzt nicht mit dabei sind, aber morgen ist die Raid-Stunde. Morgen könnt ihr raiden bis zum Umfallen. Und wer auch in der Raid-Stunde keinen Erfolg hat, am Wochenende machen wir natürlich wieder Raids für Zuschauer mit Genesect. Samstag, Sonntag laden wir ein für Genesect. Wer also noch keins bis dahin bekommen hat. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne im Discord raiden, in Telegram raiden. Links stehen auch immer in der Beschreibung. Und ich zeige es euch auch nochmal in der GoTool-App hier. Genesect vom 5. bis 12. Januar dabei. Mega Glurak, natürlich Top Konda. Ansonsten Feuer-Pokémon 2395. Merken wir uns jetzt. Jetzt muss ich mich noch fertig machen, die Handys noch anmachen, die Leute noch mit Punkten versehen, dass ich die besser einladen kann. Und dann geht's auch schon gleich los. So, wir müssen natürlich jetzt einladen. Wir gehen mal hier auf die Arena. Wir drücken hier überall die Pässe rein. Es ist schon 47. Die Leute drehen durch. Ja, das ist mit dem Beschriften und dem ganzen Zeug, dauert das immer ein bisschen. Ich habe jetzt hier wieder die zwei iPhones, damit lade ich immer ein.
Das heißt, ich gehe wieder auf die Punkte, die ich markiert habe. Japan Runner, Louis Marx, Raid Boss, UHW, Carsten, Ivar Schaf, Dr. Lupis, Kevin, Lad Please, Fanraid, The Tiger King. Die müssten jetzt auf jeden Fall alle drin sein. Es sind nämlich hier wieder 6 Handys, die ich spiele. 10 Leute, die eingeladen sind. Das müssten also insgesamt dann wieder 16 Leute sein, die, wenn es perfekt läuft, drin sind und zusammen den Raid machen. Und da das Teil ja sowieso schwach ist, 30 Sekunden, dann ist es weg, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Heatran, 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 Entei, Heatran, Regiram, Heatran, Heatran, Glurak, Flamara, Heatran und der große Lavados, Gelabra, Entei, Glurak, Glurak, Gelabra. Ich habe jetzt natürlich nichts ausgewählt. Ich habe keine Moves gewechselt, kein gar nichts. Wir sind eh genügend Leute, also das Ding ist eigentlich richtig easy zu besiegen, sage ich mal. Wir können noch mal so kurz schauen, wer jetzt drin ist, wer nicht. Ich habe mich jetzt so rumgestellt. Eigentlich wollte ich erst so rum mit der Hütte, aber ich habe mich jetzt so rum, weil dort steht ja die Bank. Da müsste ich immer über die Bank drüber hängen. Wer ist alles drin? Wer hat es reingeschafft? Oder wer fehlt? Ivar Schaf, Carsten, Kevin, UHW, Raid Boss, Dr. Lupis, Louis Marx, The Tiger King, Lad Please, Fanraid. Einer fehlt. Wer fehlt? Ich weiß es nicht. Aber es sind ja noch 20 Sekunden. Vielleicht kommt derjenige noch rein. Wer nicht reingekommen ist, sagt einfach Bescheid. Dann machen wir das Ganze natürlich nicht nochmal. Aber dann weiß ich wenigstens, wer es ist oder wer es verschlafen hat. So, nach 8 Sekunden, dann geht's los. Louis Marx, Louis Marx. Ist das etwa der böse Louis? Ich weiß es nicht. Da sind auch gerade noch Leute vorbeigelaufen. Die wandern nämlich hier heimlich durch die Gegend. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Jetzt Wetterboost Genesect Raid mit Flammenmodul. Oh, 20 Sekunden sind schon vorbei. Da habe ich ziemlich hoch gepokert, obwohl jetzt kommen die ganzen Ladeattacken. Jetzt geht es natürlich schneller. 3, 2, 1, 30 Sekunden sind um. Aber es lebt immer noch. Verdammt. Gut, wenn wir jetzt den Wert nehmen, können wir sagen, 40 Sekunden hat es gedauert. 40 Sekunden für das Genesect. Habt ihr euch den 100er Wert gemerkt? Ich nämlich nicht. Irgendwas mit 23 auf jeden Fall. Ich drück mal kurz hier durch. Warum nehme ich das immer zu hoch? Ich habe keine Ahnung. So, leg es mal dahin. Wir gucken mal hier auf den, wie viel das hat. Das sieht auf jeden Fall genial aus. 23,50. 23,83. 23,83 sehe ich hier als höchstes, aber wir brauchen natürlich noch den großen, also hier, ich kann es euch nochmal zeigen, 23,83 ist das größte jetzt hier, es sieht auch richtig genial aus mit der Schneelandschaft, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht hinfall, wir laufen mal das Stück hier vor, wir drücken mal den großen durch, haben bestimmt wieder das schlechteste, toll, 23. Was habe ich gesagt? Das ist schlecht. Alle dort sind über 23. Selbst 23,39, ja? Und jetzt 23. Es ist das schlechteste wieder aus der ganzen Runde. Wir können das andere nachher noch fangen und dann mal gucken, wie gut das ist. Jetzt fangen wir aber erstmal das. Und um zu zeigen, wie man fängt, stelle ich euch einfach mal hier auf die Bank. Zack. Jetzt habt ihr hier einen Hintergrund im Hintergrund. Machen es mal ein bisschen leiser, dass das nicht so rumschreit. Braucht man dabei Bonbons? Eigentlich nicht. Sowas zieht man eh nicht hoch. Werfen einfach mal drauf. Guck mal, wie es reagiert, wie es drin bleibt. Erster Ball. Erster Ball drin und es war nur großartig. Also das muss was heißen. XL-Bonbons gibt es auch nicht. 251 Bonbons haben wir noch von dem alten. Wenn ich einen 100er bekomme, könnte ich es also direkt hochziehen. Zumindest auf 40. 11, 10, 10. Also wenn ihr eins unter 23 habt, dann muss es das 10, 10, 10er sein. Darauf könnt ihr euch natürlich freuen. Das beste Genesect, was man je bekommen kann. Nicht, aber fast. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz auf die Werte.
Beziehungsweise ich fange das andere und melde mich gleich nochmal zurück. So ist es besser. So, der Ramses meldet sich zurück aus der Hütte. Ich habe mich jetzt mal hier reingepflanzt kurz. Also ich finde es immer noch richtig genial hier oben. Ist halt immer gay, dass man alleine hier sitzt. So hätte man jetzt hier einen Kasten Bier mitnehmen können, hätte den trinken können. Peace! Aber wir wollen euch natürlich noch das Genesekt zeigen. Das war ein 96er, 15 Angriff, 14 dabei. Das war sogar der Pokédex-Eintrag auf dem Account. 96er Genesekt mit Flammenmodul. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nett. Da fliegt noch ein Ballon rum, der ist mir egal. Ansonsten finde ich es einfach richtig genial. Hier, guckt euch diese geniale Hütte an. Grüße an Natururin, das wäre genau sein Style. Einfach so wandern, Hütte, chillen, Wade massieren, wenn Bein wehtut. Da oben macht schon wieder die Frisur irgendwas Komisches. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Und wirklich, wenn ihr dabei wart, schreibt es mal in die Kommentare. Und der nicht dabei war, schreibt es auch mal in die Kommentare. Und wenn er sich nicht traut, schreibt ihr mal rein, wer der war, der nicht dabei war. Wenn ihr aufgepasst habt, wen ich alles vorgelesen habe, den ich eingeladen habe. Und wer dann in der Lobby drin war, wer war der Maulwurf, der nicht dabei war? Schreibt es mal rein. Wir kriegen bestimmt raus, was los war. Vielleicht keinen Pass mehr gehabt, keine Ahnung. Oder App abgeschmiert, wie auch immer. Gibt ja immer einen Grund. Ich werde jetzt heimgehen, werde das natürlich hochladen. Heute Abend noch die Spotlight-Stunde mit Yorklev. Können da wieder Fragen stellen. Wir können ein bisschen chillen, nebenbei Yorklev fahren, gucken, ob wir Shiny da bekommen. Habe ich zwar schon, aber was will man sonst machen? Nimmt man natürlich mit. Und macht eure Sammelherausforderung. Das Einhall-Event hat begonnen seit 10 Uhr. Und wenn ihr im Heute-Tab guckt, bei euch in der App, sind Pokémon aufgelistet, die ihr alle in diesem Einhall-Event fangen müsst, bekommen müsst. Damit das dazu zählt für eure Sammlermedaille, die jetzt neu eingeführt ist. Das sind die typischen Starter natürlich. Ein paar Sachen auch wie Yorklev dabei, Terry Bark. Fangt die, sammelt die, pusht eure Sammlermedaille. Castadur ist auch dabei. Ich hoffe noch auf Shiny natürlich. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.